Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 13. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs in Sachen Privatwaldbetrieb, Drucksache 20/724. Dazu gibt es einen Änderungsantrag 20/820. Hier ist ohne Aussprache vereinbart, aber die Berichterstattung muss der Kollege Meißner dennoch machen bei einem Gesetz und bei einer zweiten Lesung. Herr Kollege Meißner, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der 9. Plenarsitzung am 3. April überwiesen worden. Der Ausschuss hat in seiner 4. Sitzung am 29. Mai 2019 eine öffentliche mündliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Der Ausschuss hat in seiner 5. Sitzung am 29. Mai 2019 die Anhörung ausgewertet und folgende Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Das mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen bei Enthaltung von SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Herzlichen Dank, Herr Kollege Meißner. Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen vor. Das ist der Änderungsantrag mit der Drucksache Nummer 20/820. Diesen lasse ich zuerst abstimmen. Wer für die Annahme des Änderungsantrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die SPD, die Bündnis 90 die Grünen, die CDU und die Fraktion der Freien Demokraten und die AfD. Wer ist gegen die Annahme des Änderungsantrags? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Linkspartei. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf in geänderter Form abstimmen. Wer für die Annahme in zweiter Lesung ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, von Bündnis 90 die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der AfD. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Ist die Fraktion der Linkspartei. Damit ist dieser Gesetzentwurf im entsprechenden Kräfteverhältnis zum Gesetz erhoben.